Servus Leute, und es ist Donnerstag, somit wieder Gildenkriegstag. Bis jetzt habe ich das Video von Daniel noch nicht gesehen zum Gildenkrieg, aber das macht ja auch nichts. Denn ich bin der Meinung, dass ich jetzt auch mal anfange, euch ein bisschen was vom Gildenkrieg zu zeigen. Und ja, gehen wir einfach mal direkt rein in den Gildenkrieg. Heute gegen The Best Boys, Legend Gamer, Legends und die Divas. Also alles relativ starke Gegner. Da sind auch einige mit über 200.000 Macht dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Legends dürften die stärkste Gilde sein. So sieht's aus. Ja. Also schnappen wir uns hier. Fangen wir gleich mal beim ersten an. Scarjoni. Das sieht mir jetzt Gott sei Dank nicht nach so einer allzu schweren Base aus. So, schieb mal gerade hier mein Logo ein wenig, dass wir auch sehen. Ich würde hier sagen, wir gehen zuerst mit dem SK rein. Hier haben wir sein SK direkt. Und ich drop direkt meine ganzen Helden. Und so wie das aussieht, war das auch eine ganz gute Taktik. Sein SK lebt zwar noch, aber ich glaube, dass ich das ganz gut gegenheilen kann. Es wäre jetzt ziemlich bitter, wenn das doch nicht der Fall wäre, aber ich gehe mal davon aus, dass die gleich fallen. Da ist Nummer 1 schon weg, der SK ist weg. Jetzt hat er sein Schild, da muss ich jetzt hoffen, dass ich schnell genug hochheile, ob das klappt. Und dann haben wir die 100%. Ja, das waren relativ einfache Punkte. Jetzt möchte ich aber gerade nochmal schauen. 2011. 2009, das war noch ein bisschen stärker. Wir wollen ja schließlich jeden Punkt mitnehmen. So, die Basis sieht so aus, als wenn man hier ganz gut snipen könnte. Das heißt, wir snipen auch mal. Ich probiere es jetzt erstmal nur mit zwei Snipern. Wenn das nicht wirklich gut funktioniert, dann stelle ich das Ganze nochmal um auf meinen Hexer zusätzlich. Sind jetzt beide im Kelch, aber ich glaube, so kommen wir nicht voran. Tja, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich bin sogar schon fast der Überzeugung, ich probiere das jetzt mal kurz. Ah, da habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Nehmen wir mal 15 Stück mit. So, die habe ich jetzt auch mal gleich geholt. Den einen Gem wird mich jetzt nicht arm machen. Und dann probieren wir das doch mal. Und ich vermute, dass er seine... Ja, da war schon mal das erste. Und da das zweite Totem. Und jetzt versuche ich direkt vor dem Aries zu setzen. Vor dem SK. Jetzt warten wir mal. Oh, das ging in die Hose. Aber das ist echt eine Timingsfrage. Bin ich mir todsicher, dass diese Taktik funktioniert. Jetzt die Totems nur loskriegen. Vielleicht steigen wir dann auch erstmal mit dem SK ein, den kriegen sie nämlich nicht so schnell down. Und im Normalfall... Ja, nee. Das klappt. Das klappt. Machen nur die Totems auf jeden Fall weg, weil das wäre ärgerlich. Können wir es nochmal mit dem Captain erst probieren. Also den meisten Captain rein. Eine schnellere Schadensreduktion. Ja, aber auch da habe ich schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das schaffen wir. Den Captain ein bisschen Vorschuss setzen. Mir fallen die Helden zu schnell. Das Problem ist halt auch, dass der Gargoyle relativ schnell hier die Gebäude vernichtet. Aber wir können es nochmal probieren, indem wir die nochmal von außen setzen. Und
Und jetzt, während der Aries Block kommt, setze ich mal die anderen rein. Das scheint zu funktionieren. Jetzt haben wir eh schon die 50%. Der Aries ist zwar tot, aber einen Helden können wir verkraften. Sein Captain alleine dürfte jetzt mein Team eigentlich nicht mehr groß aufhalten, ehrlich gesagt. Tut er auch nicht. Und da haben wir ihn auch. Immer ein bisschen mit Taktik an die Sache rangehen. Und dann klappt das. So, 2,11 hatten wir hier. 2,8 ist auch noch höher. Wieder eine von diesen Basen. Das sind für mich eigentlich eher einfache Basen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da kann sogar jeder, der... Nee, das klappt nicht. Ich dachte, das könnte ich euch mal zeigen. Wenn jemand einen Gargoyle so weit außen positioniert, dann reicht manchmal nur einen Captain zu setzen. Und dann fällt hier alles. Da hat er seine Totems in der Base drinne stehen, aber kein Aries-Totem. Das gefällt mir zum Beispiel schon mal sehr gut. Da lässt sich nämlich sehr gut abschätzen, wann du den Aries-Proc einfängst und ob du dir überhaupt einen einfängst. Und in dem Falle hier werden wir jetzt keinen Aries-Proc abkriegen. Und da hat er auch keine Chance. Also die Basis hier würde ich auf jeden Fall mal überdenken. Ich bin bisher immer mit 100% durchgekommen. Und das auch im einfachen Heldensetzen, also ohne irgendwelche großen Taktiken, hole ich mir hier eigentlich immer volle Punktzahl. So, dann machen wir gleich weiter bei 2,5, bei Air Bellum. Die Basis sieht schon echt ein bisschen schwieriger aus. Ja, was machen wir? Probieren wir erstmal hier ein bisschen was tot zu machen. Nämlich kann man ja nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht mit einem Baum sogar reingeht. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Ja, die schwersten Gegner sind ehrlich gesagt schon weg. Lass es jetzt einfach mal mutig laufen. Und das kann natürlich jetzt ein Fehler gewesen sein. Sieht zumindest aktuell nach einem echten Fehler aus. Wenn ich Glück habe, regelt mein Pirat. Das sieht aber nach 100% aus. Doch der Pirat zerstört die Gebäude. Der Gargoyle heilt ihn. War jetzt letzten Endes doch die richtige Entscheidung, aber hätte auch in die Hose gehen können. Kann ich mich glücklich schätzen. Wohl doch die richtige Entscheidung gewesen. Kostet mich 30 Gems, aber die zahle ich gerne, dass ich hier volle Punktzahl kriege. So, die holen wir jetzt schnell wieder. Haben wir jetzt auch durch das Update relativ viele Gems wieder geschenkt bekommen. Da kann man sich das mal erlauben. So, jetzt muss ich aber gucken. 2,1 hat der, 2,093, der hier hat schon beispielsweise mehr. Die was noch reingehabt? Ne. Dann schnappen wir ins ihn. Gino. Die Basis ist auch übel. Also das sind eher so die Basen, wo ich halt echt auch meine Probleme habe. Da weiß ich nie so recht, was ich am besten mache. Aber jetzt hier beispielsweise super glücklich geprockt. Da ist direkt am Anfang sein Pirat und SK von meinem Aries getroffen worden. Und jetzt habe ich natürlich hier unten den schönen Vorteil, sage ich mal, dass mein Pirat als auch mein SK ein Ätzen hat. Das heißt, der Aries schlägt und schafft es einfach nicht, seine Energie voll zu kriegen, um mich zum Brocken, also um zum Brock zu kommen. Und damit hole ich mir auch hier die 100%. Dann sind wir schon durch. War eigentlich relativ schnell. Ich bin wahrscheinlich nicht auf der ersten Seite dafür. Oh doch, Platz 9. Bin ich gar nicht schlecht gelandet eigentlich. Ja. Unsere 200.000 Machtkandidaten sind natürlich weiter vorne. Auch der Daniel wird da wahrscheinlich sein Video später zu hochladen. Aber ja, war von mir mal jetzt so der Schnelldurchlauf zum GK. Ja, was können wir noch machen? Wir können noch ein paar Truhen aufmachen.
Und zwar bin ich fleißig am Sparen, wie ihr jetzt auch hier schon an Büchern seht. Und die eine oder andere Kiste habe ich noch. Und zwar, da möchte ich kurz vorher noch drauf eingehen. Es ist ja jetzt seit dem Update hier unser World Boss da. Und ja, kurz sage ich hierzu auch noch was. Hier habe ich überall echt richtig bescheiden abgeschlossen. Wie ihr hier seht, extrem weit hinten. Hier extrem weit hinten. Hier vorne extrem weit hinten. Aber Katzi beispielsweise, das müsste Osthut sein. Sich hier im Platz 1 gesichert. Und ich bin auch der Meinung, dass Daniel relativ weit vorne ist. Irgendwas in der Top 40 hat er mir vorhin mal kurz geschrieben. Gerade schauen, ob wir ihn finden. Ja, vielleicht war er das heute Morgen. Bei 200 Millionen Schaden hat er irgendwas gemacht. Ich habe total, also wirklich richtig beschissen. Abgeschnitten 1,1 Millionen. Also schlechter geht's eigentlich fast gar nicht. Aber naja, was soll ich machen? Also 6000 Ehre für den Platz 1 hier zu holen. Respekt auf jeden Fall. Ich habe das auf der Arbeit gemacht, hätte mir einfach mehr Zeit nehmen sollen, um da was Anständiges auf die Beine zu stellen. Naja, ist halt so passiert. Von daher egal. Aber wir machen gerne jetzt mal die Kisten auf. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal an mit diesen 5 Glückskisten. Machen wir mal einzeln auf. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ruhmpunkte und Splitter. Oh, eine legendäre Heldenkarte. Gibt es da auch was anderes noch? So eine Level 5er Talentbox oder so? Ja, kann man mit leben. Nichts Besonderes. Die legendäre Heldenkarte mache ich jetzt auch mal auf. Selbst wenn da irgendwann mal was Neues reinkommt. Ein Eros. So. Und dann machen wir jetzt gerade noch ein bisschen Drohnen auf. Was hätten wir hier gerne? Das natürlich nicht, sondern Splitter, Splitter, Splitter. Und jetzt kommt natürlich der Vorführeffekt und wir kriegen nicht einmal Splitter. Da haben wir das erste Mal Splitter. Oh Gott. Ja, so kann's laufen. Ist echt traurig, gerade wenn man wirklich auf die Splitter angewiesen ist. Aber jetzt kommen doch noch ein paar, Gott sei Dank. Stamina-Karten kann ich auch absolut nicht gebrauchen eigentlich. Da habe ich auch so viele. So, dann jetzt die blauen. Da können glaube ich sogar 5 Splitterpakete drin sein. Ne, 4. Genau, 4. Noch eins wäre cool. Super. Und jetzt 3 Stück. Da können bis zu 7 Splitterpakete drin sein. Da hoffen wir mal, dass wir hier nochmal ordentlich Splitter... Jawohl. So muss das aussehen. Genau so muss das aussehen. So nicht. Um noch einmal zu zeigen, wie es nicht funktioniert. Kann man mit leben. Sind stolze 7,6k Splitter. Die nehme ich mit. 13 HBM-Karten. Bücher habe ich inzwischen auch echt im Überfluss. Also da kann auch gerne nochmal ein neuer Held kommen. Eine Medusa beispielsweise. Joa, so viel hierzu erstmal. Was ich hier gerade jetzt gemacht habe, ist, ich habe einen 5er Leuchten gezogen, habe mir jetzt einen zweiten Hexer hochgeballert. Der ist auf dem Weg zu 7 von 10. Wird danach auch dann Evo 2 gehen und schnellstmöglich auf 200. Und wenn man denn dann mal einen 5er Kriegsgott zieht, dann wisst ihr, wo der landen wird, ne? Muss ich nicht viel zu sagen. Ja. So viel eigentlich erstmal zu dem Video jetzt hier. Sind wir eigentlich durch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.